Moin Moin und damit zu einer weiteren Folge hier auf Stelle Dreieck. Heute mal die Wunschlinie vom lieben Lukas. Moin Moin, auch an der Stelle. Jawohl, aktiven Freunde. Die Linie Moin. 57, Moin auch im Hintergrund. und Tobi, auch an dich erstmal schön, dass du auch wieder da bist. Vielleicht hast du noch Lust und fährst noch mit. Noch haben wir Zeit. Und ja, heute mal mit einem 405er unterwegs. Richtung von Laubenthal Richtung Oberstedt. Und ja, auch mal wieder eine schöne Tour für die liebe Starwag Stadtverkehr AG unterwegs. So, Kollegen, machen wir hinten mal kurz Platz. Ah, ich hoffe, ich stehe mal richtig. Ja, ich stehe richtig. Ja, halt mal mit dem Solo, aber auch mit der Gelenkvariante unterwegs sein können, aber... Hat der... Wow, 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 Digga. Tür? Aha. Dankeschön. Hab nicht so viel Luftdruck, aha. Ich wollte schon gerade sagen, was ist denn jetzt los hier? Wollte schon richtig ausrasten. Ja, ich weiß. Ja. Oh. Was? Dritte Tür will nicht? Ha. Sag mal, normalerweise sollte eigentlich von Morphe die Busse mit der gleichen Tastenbelegung auch mit dieser funktionieren, oder? Oder irre ich mich? Belegungen sind da eh gleich. Nein, ist es nicht. Genau das ist es nicht. Haltestellenbremse. Und da haben wir sie. Die Taste hier. Ja, das ist ein Ding. Egal. Ich hab jetzt immer alles gleich gehabt. Ja, gut. Passt schon. Wenn's lädt, da sind wir wieder. So. Ah. Hallo. Guten Tag. Ja, genau. Aber es sollte ja mit Tastenbelegung quasi sagen, hey, pass auf. Dritte Tür, bitte.
Genau. Aber macht ja nichts. Müssen wir halt mit der Maus drücken, ist ja scheißegal. Passt doch. Ja, aber Hauptsache ist eine Knalle. Hauptsache ist eine Knalle. So, Abfahrt. Achso. Aber das Tolle ist ja wenigstens bei dem Bus, ne? Du brauchst ja hier nur von A und B, dann bist du ja schon wieder. Oder das wechselt automatisch und du musst oben nur B drücken. Das fand ich damals, wo ich bei der 232 Moins um, keine Ahnung, 5 angefangen habe zu fahren. Fand ich auch nicht schlecht. Die Heizung noch mal ein bisschen stärker hier. Passt das? So, achso. Schön entspannt hier. Oh, vielen, vielen Dank. Das freut mich zu hören. Hoppala. Und dann wird es wieder zu einer schönen Lost-Fahrt, wa? Ihr wisst ja, was ich damit meine. Aber, meine Lieben, wenn wieder oder sollten diese Videos rauskommen, die wir jetzt gerade von OMG 2 aufgenommen haben, schreibt ruhig mal gerne drunter eure Wunschlinie, weil. Der Justin und ich möchten nämlich für nächstes Jahr einen kleinen Adventskalender machen. Mit den Karten, die ich besitze, dürft ihr euch dann gerne eintragen. Durch einen Zufallsgenerator. Hallo. Wollen wir dann nämlich fahren? Ah, siehst du, ich wusste es doch. Ja, also wir haben uns da schon was überlegt, wir hatten auch über einen Zufallsgenerator. Und da wollten wir einfach mal gucken, was wir da für Linien haben. Fahrplatz. Weil ich hätte gern, also sagen wir mal so, wenn wir uns irgendwie einen Kalkulator programmieren könnten, bestücken könnten mit den ganzen Karten, den Linien, ja, und den Routennummern, dann könnten wir quasi per Tastenbefehl oder sagen wir mal, den Zuschauer an den Tag, ja, heute ziehen wir an dem Kalender Dezember so und so viel. Sagen wir mal noch so 4 Stunden oder so. Zieht dann einmal Adventskalender ziehen, ne, über den Glücksrad von Stream Elements. Stimmt, das wäre doch eine geile Aktion, Justin.
Es gibt ja von Stream Elements doch dieses Glücksrad. Wir könnten da ja doch einfach mal ein paar von den Linien eintragen. Und einfach dann einen Zuschauer dann einfach sich dann ein Ticket ziehen lassen. Ja, an dem Tag. Der dann die Linie dann quasi raussucht oder gezogen wird. Bin dann jetzt auch unterwegs. Alles klar. Und dann könnte man quasi das ziehen. Also das wäre eine geile Aktion. Also damit könnte ich mich anfragen als mit dem Kalkulator da. Das wäre auf jeden Fall eine super Idee. Schreibe ich mir mal direkt auf, ey. Bevor ich es wieder vergesse. Adventskranz. Hier haben wir dann. Glücksrad. Genau. Das wäre auf jeden Fall eine geile Idee. Müssen wir noch gucken, wie viele Felder man dann quasi machen. Ja, und dann sage ich einfach, hey, pass auf. Es läuft dann quasi wie so ein Giveaway ab, ja. Aber dieses Giveaway, ja, du bist ja quasi Tickets ziehen. Boah, die Tickets kosten, weiß was weiß ich, 100 Rauben, ja, beispielsweise. Und jetzt zieht dann, oder ihr meldet euch ein, zieht ein Ticket. 20 Leute machen mit, Beispiel, ja. Und ich hätte dann die Möglichkeit zu sagen, hey, pass auf, das läuft dann so für 10 Minuten. Und dann durch den Zufallsgenerator ziehen wir dann einen Zuschauer und der Zuschauer muss dann da sein und darf dann quasi Ausrufezeichen Spin zum Beispiel drücken. Also ich wollte schon gerade sagen, was hast du denn da hinten drin? Aber es ist ja ein Lieferfahrzeug. Das wäre zum Beispiel ein schöner Adventskranz. Adventskalender. Adventskranz, ja. Du bist auch so ein Helfer Adventskranz, Digga. Aber das ist ja erstmal so die grobe Planung für nächstes Jahr, ne? Also, Bock hätte ich schon dazu. Und dann noch am selben Tag das Video dann noch rausbringen. Oder logischer wäre es, wir ziehen das schon am Tag vorher, sodass es dann für den nächsten Tag die Aufnahme da schon rauskommt. Das wäre eigentlich noch besser. Also wie gesagt, das ist halt... für euch dann so eine kleine Ziehung. Ihr sagt dann, ihr seid dann alle meine Disponenten. Ich bin der einzigste Fahrer. Geil. Das ist doch, das ist eine schöne Idee. Das ist wirklich eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Ja, aber vielleicht können wir ja so eine Warm-up-Runde machen, weißt du? Dass wir das mal testen. Ich brauche aber so ein Grundkonzept. Hast du kein Grundkonzept, dann kannst du es halt nicht machen. Das ist so... Das werdet ihr auch am 1.1. hören, das Video, wenn da was kommt, wie es da 2024 mit dem Kanal weitergeht. Also die, wo bei Pavel im Stream vorgestrige Nacht mal da waren oder es mitbekommen haben, die wissen, wovon ich da geredet habe. Aber das werde ich dann noch ein bisschen ins Detail gehen, weil mir ist es wichtig, euch auch daran teilhaben zu lassen. Weil ihr sollt ja auch was davon haben. Genau, Lukas, noch eine andere Sache. Wie gesagt, du hast mir ja die Busse da... Ja, ich habe mir die Busse ja runtergeladen. Mhm. Ja. Ich finde es eine schöne Sache. Vielleicht hätte man nach dem Fliegen die Möglichkeit, dass wir uns offscreen kurz zusammensetzen. Ja, ja, klar. Also, safe. Das zusammen quasi einrichten, aber noch nicht den OMSI-2-Ordner noch nicht in den OMSI-2-Ordner einfügen, sondern erstmal in so einen separaten Ordner, ja? Ja. Weil nicht, dass ich mir dann irgendwas zerschieße, weil das will ich nämlich jetzt momentan
Echt nett. Ja, die Busse sind eigentlich so alle umbenannt, dass die ganzen Dateien eigentlich nicht zugreifen, also auf andere Busse. Kurze Frage, ich fahre doch jetzt an jeder Haltestelle da vorbei. Sind das eigentlich meine Haltestelle oder... Ach nee, da kommen sie schon. Alles klar, hat sich erledigt. Ja, alles gut. Ja, ist kein Problem, Sascha. Was? Ich muss mich gerade mit Hilfsfallen fahren an meinen On-Sea-Navigation, ich starte das. Was? Zur Zeit funktioniert mein BBS noch nicht. Okay. Auf On-Sea. Habe ich mich noch nicht hinbekommen. Woher hast du denn mit BBS? Auf eine andere Festplatte eigentlich, aber er würde ihn halt nicht starten. Da wird es nicht. Und ich habe aber beide Festplatten aber angeschlossen, also da weiß ich auch nicht rum. Ach, keine Ahnung. Okay, und Gas geben. Aber ich werde wahrscheinlich OMSI oder so irgendwann nochmal runterwerfen und auf die G-Festplatte schmeißen, wo 12 Terabyte drauf ist. Ja. No, da habe ich dann genug Platz. Hindenburgstraße. No. Ah ja, da meldet sich wieder jemand. Ja, dann habe ich auf jeden Fall die Front abrasiert. Justin, wie findest du den Bus, den ich gerade fahre? Ja. Zum Bremer MAN, aber war halt umgebaut. Oh. Hm? No. Schön, das muss man erstmal genießen, die Fahrt da mit so einem schönen Bus. Naja gut, da könnte jetzt noch ein Mercedes-Stell vorne hingeklatscht, aber... Am besten würde ich das Lenkrad noch von den Hamburger Stadtbussen nehmen. Mannheim Kirche. Mhm. So. Das Lenkrad? Weil ich da einen Mercedes-Stern drauf habe. Die habe ich mir selber gepaintet. Paintet ihr das da auch selber drauf? So, wenn du das gleiche Lenkrad da einmal hast, du musst halt immer die Arbeit doppelt und dreifach machen. Ja, du darfst faul, aber effizient. Ja, aber ich kann dir sagen, wir sind nicht gleich. Ja, ich weiß. Oh. Aber ich bin spät in die Ampel. Boah. Muss ich gerade mies auf die Bremse. Der Motor hier holt. Achso, und Sascha, bei der Linie ist das auch so, du fährst auch so kleine Dörfer an. Ja, also so fast so ähnlich wie eben. Ja, gefällt so mir. Ähnlich, ja. Ja, passt schon. Es gefällt mir auf jeden Fall. Würden wir sagen, Dorftrottel. Sagt der Opa Torfkopf. Naja, wenn du sagst, Opa Dorftrottel, das bin ich halt lieber, bist du Torfkopf. Stehe ich unter dir.